sollte tatsächlich zwischen Russland und der EU kein Gas mehr gehandelt werden, dann geht die Studie davon aus, dass wir 2030 einen US-Anteil an den Gesamtimporten, an den Gesamtgasimporten der EU von knapp 40% haben werden. Also 40% unseres Gases kommt dann in Form von Flüssiggas aus den USA. Ja, dann bekommen wir doch endlich unser Freedom-Gas, das uns schon Trump so gern verkaufen wollte. And I believe that Germany is going to be getting 50, 60 or even I've heard numbers of 70% of their energy coming in from Russia. And how can you be working for peace and working from strength when somebody has that kind of power over your country? I don't think it's good. You're not working from strength. You've given up all of your strength. I think it's very bad for Germany, very bad for the German people. I think it's a horrible thing that you have a pipeline coming from Russia. Naja, selbst ohne Extragewinne, also ohne dass die Hersteller einen gnadenlosen Reibach machen, ist das natürlich viel, viel teurer als das russische Pipeline-Gas. Und klar ist auch, dass diese Abhängigkeit Europas, also 40%, das ist ja ein Riesenbrocken, natürlich dazu führen wird, dass die amerikanische Gasindustrie super Profite machen kann. If the agenda is to destroy the German economy, to get inflation high and to increase the dependency on the US, especially the potential for the US to blackmail Germany whenever they want, then they do everything right. What they do is a very aggressive politics that is ideology driven and not good for the German people or for the European people. They have not the clue how they will manage this. It is just a wish. The reality now already shows that these are strategies who do not work, who are not thought through, and it will come the time when the people will realize, and this time will be very, very shortly, especially when the energy supply doesn't last anymore, when they need to rechange the entire program and return to Russia and other suppliers to get the gas back. Also, dass man nochmal so schön draufschlägt, auch wenn es vielleicht nicht mehr 200 Millionen Euro pro Schiff sein werden, wie wir es gegenwärtig haben. Also sind wir wieder am gleichen Punkt. Make America great again. Und damit ja niemand auf die Idee kommt, angesichts dieser katastrophalen Aussichten doch wieder in Russland einzukaufen, naja, kam die Sabotageakte irgendwie ganz recht. Zumindest ist das mein Gefühl. Meine persönliche Zeitenwende, muss ich gestehen, hatte ich eine Woche vorher. Wir waren mit dem Ausschuss gegen Desinformation zusammen in Washington. Und als Robert dann der Nord Stream 2 Pipeline endlich den Garaus gemacht hat, hatte ich am nächsten Morgen beim Betreten des Aufzugs eine High Five von meinen polnischen Kollegen. Das muss man sagen. Und wenn das nicht genug ein Zufall wäre, wird einen Tag nach der Sprengung der Nord Stream im polnischen Goliniownaja Stettin die neue Gasleitung Baltic Pipe feierlich in Betrieb genommen. Diese würde die Ära der russischen Dominanz bei der Gaslieferung beenden. Die USA und Russland wollen in Deutschland Gas verkaufen. Und wir in Norddeutschland sind sozusagen mittendrin im Kräftemessen. Künftig soll das Flüssiggas per Schiff aus den USA in Wilhelmshaven, Stade oder Brunsbüttel ankommen und in Lubmin per Pipeline aus Russland. Genau das passt den Amerikanern so gar nicht. Sie wollen den Bau der Pipeline sogar stoppen und erzeugen auf ganz unterschiedliche Weise erheblichen Druck auf die Bundespolitik. Wenn Russland einmarschiert, das heißt Panzer oder Truppen wieder die Grenze zur Ukraine überqueren, dann wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen. Das russische Außenministerium hat die Sprengung des Kremls angekündigt, weil die bisherigen Angriffe der Russen gegen die eigenen Pipelines und gegen die eigenen Einheiten im ukrainischen AKW Saporischschja noch nicht das vom russischen Generalstab erwartete Einknicken der NATO zur Folge gehabt habe, würden nun härtere Maßnahmen gegen russische Interessen ergriffen. Wer hätte denn aus Ihrer Sicht ein Interesse daran, den Betrieb einer Pipeline zu stören? USA! 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 Nun, ein Interesse daran hätte in der gegenwärtigen Situation eigentlich nur Russland selber. Alle anderen Akteure, die dafür vielleicht die technischen Möglichkeiten hätten, hatten überhaupt kein Interesse daran, jetzt in dieser Situation diesen Betrieb der Pipeline, die ja sowieso momentan kein Gas liefert, zu stören. Dem einzigen Akteur, den das eigentlich derzeit nutzt, ist Russland selber. Was Sie soeben sagten, war wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe. In keinem Punkt Ihres zusammenhanglosen, idiotischen Gestammels haben Sie auch nur einen Gedanken vorgebracht, der nachvollziehbar wäre für einen gesunden Geist.
Und jeder Mann in diesem Raum ist, oder Frau, ist nun dümmer, weil er sie anhören musste.